Laufen ist für mich Auspowern und Krafttank gleichzeitig. Durch das Laufen habe ich Ecken von Berlin kennengelernt, die ich noch nie gesehen habe. Und was man beim Laufen auch sehr gut tun kann, Leute beobachten. Und da ist in Berlin immer genug zu sehen. Diese drei Routen sind meine absoluten Lieblingsstrecken. Sie zeigen die ruhigen und grünen Ecken, aber auch die super lebendige Seite von Berlin. Hier sind wir auf dem Tempelhofer Feld, einer meiner absoluten Lieblingsorte in Berlin. Sobald das Wetter gut ist, ist hier wirklich die Hölle los. Ich meine, schaut euch um, hier trifft sich einfach alles. Skateboarder, Hula-Hoop, Kitesurfer, Inline-Skater oder ein Läufer wie ich. Und wo kann man schon mal mitten in der Stadt auf dem Flugfeld laufen gehen? Außer halt in Berlin. Das ist wie Windkanaltraining. Nach dem Sprinten auf dem Tempelhofer Feld bin ich so am Verhungern. Zum Glück sind wir gleich bei Han Westring, ist die besten Dumplings der Stadt. Die 10K-Runde im Treptower Park mag ich besonders gerne, wenn ich aus der Stadt raus und ins Grüne eintauchen möchte. Super idyllischer Ort. Nicht nur zum Workout machen, sondern auch zum Abhängen. Übrigens, was sehr von Vorteil ist, im Sommer bietet die Strecke extrem viel Schatten. Und sie hat einen gewissen Urlaubsflair. Das liegt daran, weil sie größtenteils am Wasser verläuft. Jetzt noch ein schneller Hillsprint über die Brücke zur Insel der Jugend. Und wenn man genug von der Natur hat, dann kann man auch innerhalb von 10 Minuten wieder ins Kiezleben abtauchen. Und das Stadtzentrum ist auch nur 20 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. So, jetzt genug gequatscht, lass uns laufen gehen. Kurz vor dem Ende der Strecke laufe ich am sowjetischen Denkmal vorbei. Einmal tief durchatmen und dann geht's auf zum Zielsprint. Für meine langen Runs suche ich mir gerne Strecken, die visuell viel zu bieten haben. So fällt es mir oftmals leichter, mich dafür zu motivieren. Für meine 15K-Runde starten wir auf der Museumsinsel. Let's go! Die Route ist voll von berühmten Wahrzeichen und führt durch mehrere sehr unterschiedliche Bezirke Berlins. An der Oberbaumbrücke biegen wir Richtung Kreuzberg ab und laufen dann entlang des Landwehrkanals. Egal wie lang der Run in Berlin ist, in den Kiezen gibt es so viele Spätis, dass man nicht verdurstet. Also vergesst euer Kleingeld nicht. So, hier sind wir auf der Strecke angekommen. Admiralsbrücke mitten in Kreuzberg. Hier hänge ich auch gerne abends mit meinen Freunden ab. Und jetzt nochmal Power für die letzte Hälfte. Irgendwann biege ich nach Mitte ab, wo dann der Touri-Teil der Strecke beginnt. An dieser Strecke spürt man die Vielseitigkeit von Berlin. Hier im Regierungsviertel gefällt mir besonders die Architektur. So, das war's für heute. Das waren meine drei Lieblingsstrecken in Berlin. Ich hoffe, es hat euch motiviert. Probiert's noch mal aus. Viel Spaß!